reines Trinkwasser. So schützen Sie sich vor Legionellen und Bakterien. Unsere Maßstäbe an die Qualität unseres Trinkwassers sind extrem hoch. Trinkwasser ist immerhin das am besten kontrollierte Lebensmittel, das wir haben. Aber dennoch müssen Sie sich als Verbraucher auch Gedanken machen. Denn die staatliche Kontrolle geht nur bis zu Ihrem Haus. Alles, was danach mit Ihrem Trinkwasser passiert, liegt ganz stark in Ihrer eigenen Verantwortung. Ihr Nutzerverhalten ist dabei entscheidend. Aber durch ein paar einfache Maßnahmen können Sie dafür sorgen, dass die vom Wasserversorger gelieferte Qualität auch wirklich durch Ihren Wasserhahn fließt. Was also kann alles mit Ihrem Trinkwasser passieren? Bis zu Ihrem Haus fließt das Wasser mit deutlich unter 20 Grad Celsius. Das verhindert, dass die natürlich vorkommenden Keime zu einer gesundheitsgefährdenden Menge anwachsen. Ist das Wasser in Ihrem Haus angekommen, steigen die Temperaturen allerdings über 20 Grad. Dabei können in den Leitungen Pilze und Bakterien wachsen. Das führt dazu, dass an den Entnahmestellen schleimige Beläge entstehen. Und die sind Nahrung für allerhand Keime, wie zum Beispiel Legionellen. Ab einer gewissen Keimzahl kann es zu Infektionen mit Legionellen kommen. Und diese können tödlich sein. Insbesondere die Legionärskrankheit, eine schwere Form der Lungenentzündung, führt laut Robert-Koch-Institut jedes Jahr in Deutschland zu rund 3000 Toten. Die Übertragung erfolgt durch Einatmen von feinen Wassertröpfchen, sogenannte Aerosole, wie sie zum Beispiel beim Duschen entstehen. Das Trinken von legionellenverseuchtem Wasser ist übrigens nicht gefährlich. Und weil die Legionellengefahr so brisant ist, sind Eigentümer von vermieteten Mehrfamilienhäusern verpflichtet, die Warmwasserversorgung mindestens alle 3 Jahre auf Legionellen zu untersuchen. In öffentlichen Gebäuden muss sogar das Warm- und das Kaltwasser jährlich kontrolliert werden. Ein weiteres Problem für Ihr Trinkwasser entsteht, wenn das Wasser zu lange in den Leitungen steht. Hierbei können unerwünschte Stoffe wie zum Beispiel Rost von den Leitungen oder Kalkablagerungen ins Wasser geraten. Wärme, alte Rohre und stagnierendes Wasser sind also die Hauptgefahren für Ihr Trinkwasser. Sie sind dafür verantwortlich, dass sich schon innerhalb weniger Stunden die Qualität des bestens kontrollierten Wassers vom Versorger erheblich verschlechtert. Was also können Sie als Nutzer tun, um eine optimale Wasserqualität zu garantieren? Das Wichtigste: Lassen Sie das Wasser fließen. Denn auch Trinkwasser hat ein Verfallsdatum. Das Umweltbundesamt empfiehlt, Trinkwasser, das mehr als 4 Stunden gestanden hat, nicht zur Zubereitung von Lebensmitteln und zur Körperhygiene zu verwenden. Das ist insbesondere für Säuglinge und ältere Menschen besonders wichtig. Lassen Sie also das Wasser erst einmal spritzfrei laufen, wenn Sie den Wasserhahn mehr als 4 Stunden nicht geöffnet haben. Und lassen Sie vor dem Duschen das Warmwasser so lange laufen, bis es heiß ist. Das Bedürfnis, sparsam mit dem Wasser umzugehen, kann sonst schnell fatale Folgen haben. Kleiner Tipp: Wenn Sie dennoch Wasser sparen wollen, verwenden Sie das abgelaufene Wasser einfach zum Putzen oder Blumengießen. Bei extrem hohen Legionellenwerten verhängen die Gesundheitsämter übrigens ein Duschverbot. Das können Sie umgehen, wenn Sie an den Warmwasserstellen spezielle Legionellenfilter installieren. Für medizinisch-technische Geräte, zur Atemwegs- und Luftbefeuchtung sowie zur Inhalation benutzen Sie in diesem Falle bitte nur abgepacktes Wasser. Und was können Sie als Nutzer noch für gesundes Trinkwasser tun? Reinigen Sie regelmäßig die Wasserhahnsiebe und die Duschköpfe und Schläuche mit Essigessenz. Auch Zapfstellen, die Sie nur selten nutzen, sollten regelmäßig mit heißem Wasser gespült werden. Denn Verkeimungen in diesen sogenannten Totleitungen können ganz schnell die regelmäßig genutzten Leitungen und Entnahmestellen anstecken. Wenn Sie all diese Maßnahmen beherzigen, sollten Sie keine Probleme mit Ihrem Trinkwasser bekommen. Doch wie merken Sie, dass es dennoch 5 vor 12 ist? Erstens, wenn nach wenigen Sekunden kein kaltes Trinkwasser kommt. Zweitens, wenn nach wenigen Sekunden kein heißes Trinkwasser kommt. Drittens, wenn das Trinkwasser einen wahrnehmbaren Geruch oder Geschmack hat oder deutliche Verfärbungen aufweist. Melden Sie solche Probleme sofort Ihrem Vermieter oder beauftragen Sie einen Spezialisten. Bitte nie selbst Hand anlegen. Unser Trinkwasser wird strenger kontrolliert als Mineralwasser. Wenn Sie all unsere Tipps beherzigen, können Sie Ihr Wasser gefahrlos aus dem Hahn trinken.
Es ist nicht nur billiger als Mineralwasser, es erspart der Umwelt auch allerhand Plastikmüll. Wenn Sie noch mehr Fragen zu Ihrer Trinkwasserhygiene haben, melden Sie sich bei uns. Unsere Experten helfen Ihnen gerne.